Harald, du leidest an Borderline. Beschreib doch mal Menschen, die mit diesem Begriff überhaupt nichts anfangen können. Also, als erstes möchte ich mal sagen, es fällt mir nicht leicht, über Borderline zu sprechen, weil Borderline wird oft verbunden mit, der Typ ist verrückt oder die Frau ist verrückt oder sonstiges. Ich möchte heute über Borderline sprechen, weil ich seit 10 Jahren einen Partner habe, der an meiner Seite steht, der jeden Tag, jede Woche immer wieder mein Auf und Ab mitbekommt und immer wieder versuchen muss, mit mir umzugehen. Ich habe gemerkt, dass zum Beispiel Carlos mit mir oft sagt, so Harald, ich würde dir gerne was sagen, aber ich traue mich nicht, weil ich deine Reaktion nicht kenne. Tja. Wie sieht die Partnerschaft aus? Ist es einfach, mit dem Partner darüber zu reden, miteinander zu leben? Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hatte ja schon vorher Partnerschaften, da wurde es nie so toleriert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht, weil ich es selber nicht genau wusste, was mit mir los ist. Ich dachte halt immer so, ich bin sehr impulsiv, ich bin sehr direkt und zu krass vielleicht oder so. Aber durch die ganzen Therapien habe ich gemerkt, ich weiß, was mit mir los ist. Und jetzt ist einfach der Punkt da, wo ich sage so, ich möchte mir nicht mehr sagen lassen, ich bin krass, ich bin schlimm oder keine Ahnung was. Sondern ich bin einfach krank. Carlos ist mittlerweile der einzigste Typ, der seit Jahren auf mich immer wieder einredet, immer wieder sagt so, Harald versucht das und das zu ändern und hin und her. Tut mir leid, ich bin sehr aufgeregt. Aber bei ihm, wenn er zu mir was sagt, dann weiß ich, es hat Hand und Fuß und er würde mich nie irgendwie verarschen wollen. Ja. Wer weiß über deine Krankheit? Familie? Freunde? Ja. Also, das ist übrigens so ein schweres Thema. Natürlich wissen meine Familie, meine Freunde alle Bescheid. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt Freunde, die mich sehr akzeptieren und immer auf mich eingehen, was mir leider bei meiner Familie manchmal sehr fehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte seit Monaten keinen Kontakt zu meiner Familie. Das ist sehr belastet. Aber ich bin einfach der Meinung, und auch meine Therapeuten sind der Meinung, dass wenn es eben Menschen gibt, die damit nicht umgehen können, dann muss man damit abschließen können. Ist schwer für mich, weil ich liebe meine Familie über alles. Aber naja, jetzt schauen wir mal einen Cut. Wie sieht es da partnerschaftlich aus? Also partnerschaftlich ist bei uns, also bei mir jedenfalls so, dass ich seit über 10 Jahren mit dem gleichen Partner zusammen bin. Ich merke jeden Tag, dass es nicht nur für mich ein Kampf ist, sondern auch für ihn. Ich merke ab und zu, wenn es ihn richtig sehr belastet, dass er sich zurückzieht, dass er nichts isst, dass er ruhig wird. Und sich teilweise auch nicht vielleicht sagen traut, was er gerade denkt. Aus Angst, ich würde vielleicht falsch reagieren. Leider. Dein Tipp an Menschen, die an Borderline leiden? Ich muss ganz ehrlich sagen, so einen großen Tipp hab ich gar nicht. Ich habe damals eine DBT-Gruppe besucht in Berlin
das war 6 Monate lang, es war eine Tagesklinik. Da gibt es gewisse Sachen, wie man sich runterregulieren kann, wenn man merkt, jetzt ist, es kommt die Phase, wo man explodieren kann. Für mich selber war es immer ziemlich hart, weil wenn ich zum Beispiel jetzt nur ein Beispiel ist, im Bus sitze und ich merke, es sind mir zu viele Leute oder ich habe zu viele Gerüche, was mich ja sehr stört, dann hieß es dann, nimm Ammoniak und schnüffel oder kau an einem straffen Kaugummi oder knete an einem Ball. Aber in dem Moment, wo das ausbricht, hast du nicht die Zeit, dir irgendwas bereit zu legen und zu sagen, so, jetzt reguliere ich mich runter. Also das Einzige für mich war dann immer zu sagen, ich steige dann aus der U-Bahn aus oder ich gehe die letzten Monate überhaupt nicht mehr weg. Oder wenn ich rausgehe, dann fahre ich mit dem Fahrrad. Weil wenn irgendetwas, eine Situation eskaliert, dann kann ich mich aufs Fahrrad schwingen, kann wegfahren und kann flüchten. Ganz einfach. Das ist für mich das, ja. Genau. Ritzt man sich als Mann mit Borderline-Syndrom? Also ich kann es nicht für alle Borderliner sprechen, also männlichen Borderliner. Bei mir war es damals so, dass ich in meiner Jugendzeit mich sehr viel geritzt habe. Habe das mittlerweile auch dann übertätowieren lassen und so, weil ich nicht wollte, dass man es ewig sieht. Aber was ich gelernt habe, ist, dass weibliche Borderliner sich mehr ritzen und männliche Borderliner mehr dazu tendieren, vulgär zu sein, aggressiv zu sein, mit der Justiz in Konflikt zu kommen und so weiter und so fort. Also es gibt zweierlei. Ne? Es tut mir leid, es fällt mir schwer, darüber zu reden.